Hallöchen und willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist schon Mittwoch geworden, liebe Leute. Die halbe Woche ist schon rum. Wir haben heute Bergfest, Leute. Ja, das liegt aber glaube ich ein bisschen an mir. Mir geht's nicht so gut, auch heute. Ich habe meine Periode bekommen und ich habe ein bisschen echt stark PMS diese Woche. Ich hab den armen Mann fast zerkleinert. Ich habe ihn fast in den Häcksler geworfen, Leute. Ja, also heute Morgen war ich definitiv gehäckselt. Ich schwör's euch. Naja, auf jeden Fall. Aber wir waren gestern und Montag auch schon sehr fleißig, haben Videos gedreht. Die Woche ist rum, Leute. Die Woche ist an für sich eigentlich rum. Nein, wir haben die Hauptvideos gedreht. Ja, ja. Aber dann muss ja noch den ganzen Mail-Kram und so. Warum hast du den nicht reingepackt? Es war kein Platz mehr, Spülmaschine war voll. Ja. Der Mann spült gerade noch ein paar Sachen per Hand. Also der Praktikant, Leute, ne? Ja, der war. Weil wir wollen jetzt noch was häckseln. Und zwar. Aufpassen, nicht so viel schütteln. Ja, ich weiß. Wir hatten ja Garten gemacht letzte Woche und haben ja den Rosmarin gut zurückgeschnitten. Und das haben wir jetzt noch ein paar Tage trocknen lassen. Und jetzt hat Daniel das mal alles von den Ästen befreit. Und wir wollen das jetzt häckseln. Und dann suche ich uns jetzt noch ein Aufbewahrungsgefäß dafür. Und dann haben wir quasi unseren eigenen Rosmarin. Ja, Sarah mag halt den Rosmarin so als Stück nicht so gern. Deswegen schroten wir den. Genau, ich mag das nicht, wenn man auf so große Stücke Rosmarin drauf beißt. Das mag ich aber auch bei Knoblauch nicht. Bei allem anderen geht das. Aber ich mag auch Knoblauch, wenn das so fette Stücke irgendwie im Essen sind. Ja, du findest das geil. Ja, wenn das entsprechend verkocht ist, stört mich das weniger. Aber ich mag dann dieses super intensiv scharfe irgendwie nicht. Das ist nicht so mein Fall. Auch Rosmarin, also so gebackene Kartoffel, also gebratene Kartoffel mit Rosmarin. Ja, Rosmarinkartoffeln, ja, da ist es auch noch ein bisschen was anderes, weil dann ist ja sehr knusprig. Aber ich mag das halt zum Beispiel so in so Pasta-Rezepten. Also ich mag es lieber, wenn das alles klein ist. Halt, ja, ist so okay. Deswegen machen wir es halt klein. Jeder anders, ne? Das ist das kleine Übel, ne? Ja, ja. Der Segel im Haus muss ja stehen bleiben. Ne? Vor allem, wenn sie ihre Periode hat. Soll ich das in eine Tupperdose oder lieber in ein Glas machen? Ja, ich weiß es nicht. Nimm mal eine Tupperdose. Aber lass uns erstmal schreddern. Ja, mal gucken, wie viel wird. Genau. Alright. Gut. So, ja. Achso. Ansonsten ist es aber auch echt eine gute Woche, Leute. Es ist nach wie vor knackig kalt, aber super schönes Wetter. Das ist halt immer der Vorteil. Leute, was habt ihr? Happy? Dürfen nicht mehr so viel auf Holz rumkauen wegen den Zähnchen, unsere zwei Senioren. Hobbes hat auch heute hat er einen sehr alten Tag. Heute ist er extrem alt. Aber auch gestern war er auch schon ganz schön müde. Aber das ist halt normal jetzt, ne? Bei unserem Oldie. Er schwankt sehr stark. Genau, und heute Mittag gab es so Gemüsenudeln quasi. Ja. Die haben wir einmal komplett durch den Spiralschneider geworfen. Zudels und Mudels und Sudels. Wir haben auch Süßkartoffel. Ja, wir haben versucht. Wir haben es versucht, aber es ging leider nicht. Mit den Süßkartoffeln ging es leider nicht, weil ich musste die klein schneiden, weil die waren tatsächlich viel zu dick. Ja, ja. Normalerweise sind die ein bisschen dünner und länglicher. Aber nee, das ging nicht. Ist aber nicht schlimm. Ich habe improvisiert, ich hatte dann geraspelt und das war auch mega lecker drin. Ja. Also da muss man immer sagen. Und wir haben eine Nachricht heute gekriegt, beziehungsweise Sarah, eine von euch hat sich auch den Zudler. Spiralschneider geholt. Den Zudler, Schandi. Mir jemand geschrieben, fand ich voll toll. Süß. Finde das schön. Ich hoffe, dass viel Freude damit. Ja. Finde ich immer cool, Leute, wenn ihr mir das schreibt, wenn ihr die Sachen nachkauft und dann auch happy damit seid. Das freut mich immer sehr. Weil das bestärkt uns immer so ein bisschen da drin, dass wir keine Vollidioten sind, die euch irgendwelchen Bullshit empfehlen. Sondern ja, aber dass kann es ja mal wirklich sein, hilft, dass es wirklich gut ist. Ne? Das finde ich immer schön, da das Feedback halt zu lesen, dass euch das dann genauso gut gefällt. Und ja, finde ich toll. Finde ich sehr, sehr schön. Na gut, es kann aber auch mal sein, dass eine Sache, die uns gefällt, die gefällt einem Mann natürlich, gar nicht. Natürlich, also ich natürlich. Denke so, warum brauche ich dafür ein Gerät? Ja gut, aber ich glaube, wenn man sich das dann schon denkt, dann kauft man das ja auch nicht nach. Aber pass auf, sagen wir mal, du darfst gleich wieder. Ja, ja, danke. Bei der Zudelmaschine, also den Spiralschneider, hatten wir ja erstmal den Nicer Dicer. Ja. Und da haben wir die noch nicht so oft gemacht. Aber jetzt, wo wir die wirklich einmal die Woche machen, finde ich, dass das unbedingt notwendig, so ein Gerät zu haben. Elektrisch. Also ich bin auch nicht immer so, dass alles elektrisch sein muss, weil man sammelt ja sonst echt super viele Küchengeräte an.
Aber ja, es gibt so ein paar Sachen, ist schon geil. Ist schon geil. Und was wir jetzt auch schon noch auf der Wunschliste haben, was hoffentlich demnächst einziehen kann, müssen wir mal gucken. Müssen wir gucken, ja. Wir sind auch so ein bisschen am Gucken und am Vergleichen, ist auch noch nicht so ganz geschenkt wieder. Ist einen elektrischen Raspler. Ne? Weil Daniel nimmt ja jetzt momentan immer diese Handhobel-Dings da, die auch gut ist, aber da habe ich dann auch schon direkt heute eine DM bekommen. Boah, an dem Ding, da tue ich mich immer so übelst weh und ja, so. Ist auch das so. Ist auch ich habe mir auch schon mal die Kuppe damit aufgeschnitten. Ja, ja, ist ne? Das ist so, da passt man nicht auf, zack, ist die Kuppe weg. Ja, ne? Ist deswegen, so. Allein wegen Safety First haben wir uns überlegt, ob wir sowas elektrisch kaufen. Ja, aber wir gucken gerade noch ein bisschen. Ne? Also sobald der einzieht, werdet ihr natürlich ein Video dazu sehen. Ja, normal. Wir müssen ja erstmal testen, ob es sich lohnt. Ne? Genau. Ich mag dieses Ding so gar nicht. Den mag ich auch nicht. Das ist ja das Messer vom Zerkleinerer. Und ich habe mich ja auch schon einmal ganz böse dran geschnitten beim Spülen. Muss man richtig mit aufpassen. Aber das Ding ist halt wirklich eine super Quali. Ja. Bin ich sehr zufrieden mit dem Kauf. Ich finde auch die Arretierung, die hier drin ist, vom Messer geil. Am Anfang dachte ich mir so, der ist irgendwie blockiert oder so. Das einzige Mini-Manko, was wir schon festgestellt haben, der Deckel ist blöd geformt. Seht ihr das? Weil da bleibt immer so viel Soße so hier so drin hängen und so. Der ist nicht so optimal überdacht. Der hätte auch einfach glatt sein können. Aber das ist, glaube ich, auch alles immer Jammern auf hohem Niveau, ne? So, ich schüttel das noch ein bisschen hier, Leute. Dass der letzte Dreck die Erde noch rausgeht. Keine Ahnung, wie der reinkam, aber sie ist halt mal da. Sie ist da. Ja, ich sag immer, ein bisschen Dreck schadet nie, ne? Aber ja. Das braucht man dann trotzdem nicht. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Also, ich stecke ja das mittlerweile ganz gut weg bei mir mit PMS und so, aber heute wäre echt so ein Tag, ey, ich würde am liebsten alles essen. Von Pizza über Burger über Pommes. Das ist so schlimm, dass was der Kopf dann so mit einem. Was haben wir denn heute das erste Mal gemacht seit 6 Wochen? Hast du schon vergessen, ne? Was hast du denn gemacht? Stimmt, ich habe heute das erste Mal seit Mitte Januar ein Stück Schokolade gegessen. Ja. Aber 80%. Dunkle Leute. Schokolade, 80%. Da habe ich mir heute 2 Riegel gegönnt. Tatsache. Die ist auch sehr lecker. Das habe ich nach dem Essen heute Mittag irgendwie gebraucht. Aber ja, das ist halt unsere Psyche manchmal, ne? Ach, das ist doch okay. Das ist auch okay. Also es wäre mir auch suspekt gewesen, wenn man durch so eine Umstellung durchgeht, ohne dass man halt auch zwischendurch schwach wird, ne? Ganz ehrlich. Also ich muss ein bisschen zurück, weil sonst passt der Fokus nicht hier. Ein Liter. Einfach mal aus dem Garten geerntet, weil es einfach verschnitt war. Mal gucken, wie gut das jetzt wird. Ja, echt krass. Kannst du bitte das Deckel? Sehr schön. Dankeschön. Vielleicht ist ja auch diese Tupperdose hier was. Gucken wir jetzt gleich. Ja, das hab ich schon gedacht, dass du das sagst, aber ich möchte die nicht. Möchtest du die nicht? Okay. Alles klar. Boah, wir müssen auch, das haben wir uns mal vorgenommen, das wird wahrscheinlich irgendwann so ein Frühjahrprojekt oder so, die Kücheninsel mal wieder abschleifen und neu ölen. Irgendwann wird's passieren, Leute. Schon gut abgenutzt. Aber ist ja echt Holz. Also kann man das machen. Moment, ich stelle ich mal um. Und? Läuft, also, ha? Er wird weniger, aber ja. Das geht nicht so gut, wie ich dachte. Echt? Hast du scharf gestellt? Ja, habe ich. Ja doch, es dauert halt ein bisschen. Ja, ja, man merkt, der wird dünner, ne? Ja, ja, also, es dauert weniger. Halt ein bisschen. Was ich an diesem Gerät beispielsweise nicht mag, ist immer, dass alles wirklich nach oben fliegt und man muss immer so ein bisschen schütteln, dass es wieder runterkommt. Mhm. Hier geht das jetzt. Ich schüttel nur ein bisschen dagegen, damit das die andere Seite dreht, weil das ja keine Flüssigkeit ist. Aber bei Flüssigkeiten klebt das immer so. Das finde ich nicht so toll. Aber Zwiebeln sind göttlich damit. Oh, super. Zwiebeln sind göttlich. Ey, also allein nur für Zwiebeln zu klein verkleinern, ist das beste Gerät. Man heult nicht mehr, das ist alles genau der Vergleich. Ja, ist schon, also von mir aus ist die Größe fein. Ich finde die schon angenehm so. Also es ist nur Hälfte sozusagen, die Hälfte an Größe. Ich glaube, ich werde mal die Hälfte rausholen. Ja. Das ist aber noch bombenscharf. Ja, ja. Und dann machen wir erstmal die Hälfte. Komm, geh mal hier hin. Jo. Boah, Leute,
Ich habe heute Morgen, als ich das von den Ästen getrennt hatte, das lag hier auf der Theke, habe ich die Äste ins Feuer geworfen. Ne? Als ich das es hat hier im ganzen Haus nach Rosmarin gerochen. Das ist so wie Weihnachten, nur im Sommer, so, wisst ihr? Aber das ist, wenn man in die Provence fährt und durch die Lavendelfelder fährt, man fühlt sich wie einmal durch den Waschgang. Ne? So, yeah. Das ist genau das gleiche Feeling. Es hat alles nach Rosmarin gerochen. Es war so einfach nur geil, ey. So, meinst du, mit der Hälfte geht's besser? Warte, ich schütte mal alles raus. Mhm. Damit das Messer wieder vernünftig einsetzen genau. kannst. Und das wäre ja nicht schlecht, wenn wir das Messer da reinkriegen, ne? Ja, jo. So. Ah, jo. Ein. So, super. Und dann füllen wir die Hälfte wieder ein. So. Ja. Ja, wir gucken mal. Ja, cool. Alles falsch rum. Wie macht ihr denn so Kräuter haltbar? Ich möchte ungern in so ein Messer mal mit den Finger reingeraten. Oh, ja, ja. Aber ich denke, es wäre klüger, das durch so einen Mulcher zu machen. Ja, passt. Aber das da sieht gut aus. Ich bin zufrieden damit. Ja, das sieht gut aus. Also habt ihr ansonsten Tipps für so Kräuter haltbar zu machen? Also wie macht ihr das? Habt ihr da Tipps? Weil wir hatten das auch extra gegoogelt zum Thema Rosmarin, aber wir haben nichts gefunden. Wir haben den jetzt einfach ein paar Tage hier trocknen lassen. Ja, nee, pass auf. Nee, das ist falsch. Wie das funktioniert, fürs haltbar zu machen, ist nicht das Problem. Es ging darum, ich wollte mal wissen, wie industriell das Zerkleinern von Rosmarin vonstatten geht. Ne? Weil man kennt ja immer diese Gewürzpötties und das Rosmarin ja schon klein gemacht. So. Genau. Und da wollte ich mich heute mal gerne ein bisschen drüber informieren. So. Du hast aber nichts gefunden. Aber war wirklich nichts gefunden, weil scheinbar interessiert das kein Mensch, wie Rosmarin hergestellt wird. Also in der Produktion. Aber das ist gut. Ah, ich habe eine Idee, welches Glas wir nehmen können. Willst du ein Glas oder willst du, was wolltest du denn jetzt? Ein Glas oder eine Tupper? Ein Glas finde ich schöner, ja. Boah, es riecht so geil, Leute. Es riecht so. Da hätte ich direkt auf gebratene Kartoffeln in der Pfanne mit Rosmarin. Da bin ich direkt dabei, ne? Oh ja. Oi. Ich habe mir mal überlegt, hier mit der Zudelmaschine. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil ich liebe ja Pommes. Ich will Zudels, also mit Kartoffeln machen, ne? Also Spiralnudeln mit Kartoffeln, nennen wir das mal so, weil Zudels sind ja die Zucchini-Nudeln. Und die dann entweder panieren noch ein bisschen, ne? So Ei und dann panieren und dann schön in der Pfanne anbraten oder direkt in die Fritteuse. Oh. So 2 Minuten bei 170 Grad, könnte ich mir vorstellen. Dann hättest du so frittierte Spaghetti-Pommes. Ich kann mir das nur göttlich vorstellen. Gut, ich glaube, das Spielkind hat jetzt genug gespielt. Wir hören mal auf, ne? Ja. Doch, das sieht geil aus. Also die sind mindestens auf die Hälfte reduziert, wenn nicht sogar auf ein Drittel. Ja, ja, ich finde auch. Das sieht super aus. Ja. Also Rosmarin brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr auf der Einkaufsliste schreiben. Ah, wir hätten mal gucken sollen, wie viel Gramm das sind. Moment. Was ist in so einer Dings drin? Moment, ich gucke mal. Hier ist ja so mal noch so ein bisschen. Das ist Oregano jetzt noch. Das sind 12 Gramm, Leute. Und das kostet ungefähr 2 Euro, glaube ich, oder so. Ja, 2, 3 Euro kosten die schon. So, ja. 700 Gramm haben wir. Nein, Spaß beiseite. Mal 0. Also wir haben 66 Gramm. Geil. Das ist mal eine Ansage. Auf jeden Fall. Gut, was würde das kosten? Ein Zehner kaum. Ja. Aber ich habe nichts dafür bezahlt. So. Genau, und er ist aus dem eigenen Garten. Ja. Schön. Ja, cool. Habt ihr mit uns Rosmarin gemacht. Vielen Dank fürs Begleiten. Ja, aber gut gemacht, ne? Top. Check. Findest das auch sehr meditativ, durch den Glasdeckel durchzugucken? Ich finde das schön, das schön, hat schon ne? was. Ich muss sagen, ich bin nach wie vor begeistert von dem blöden Deckel. Ne? Aber nee, also wir sind gerade dabei, ein Sugo zu gucken. Zu gucken, oh, wir gucken das Sugo, bis es gar ist. Ja, das haut schon noch die Brille. Es läuft heute. Ich bin irgendwie mega kaputt. Sarah hat mich fertig gemacht, Leute. Ich schwöre euch. Sie hat mich richtig fertig gemacht. Aber ist egal, wir sind ja nicht hier bei Mimimi und bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es. So ist nicht schlimm. Ist alles okay. Es ist übrigens Donnerstag. Donnerstag. Ihr merkt, wir sind wieder voll fleißig am Vloggen.
Ich weiß nicht, was los ist, aber die Zeit, sie läuft. Nein, das liegt an mir, weil es mir diese Woche nicht so, weil ich nicht so fit bin und nicht so motiviert und so. Und ich, wisst ihr, Leute, es ist okay. Man hat halt auch mal wieder solche und solche Wochen, ne? Das war ja schon eh klar, dass es nicht die ganze Zeit nur so geschmeidig laufen kann, ne? Ich wollte, ich wollte vorhin Sarah eine kleine auswischen. Ihr habt ja gerade vorhin gesehen, als ich die Paprika reingeschüttet habe. Da sind aber auch Chilischoten drin. Also rote. Und ich nehme eine Schote raus, also einen geschnittenen Schalter hin. Ich so, meinst du, willst du Paprika? Und sie macht, ich so, nein, kannst du nicht machen. Ich so, hör mal, guck dir das mal an. Das ist ein Chili. Ja, ich hätte das niemals gesehen so schnell, wenn du mir das... Weil da siehst du, wie ich dir vertraue einfach, ja? Ich würde darüber nochmal nachdenken. Ob das ja, eine gute Idee ist. Ich glaube, nach der Aktion muss ich da wirklich nochmal drüber nachdenken. Ja, ja. Ich sag's euch, Leute. Hey, aber wir hatten halt wieder ein Thema, Leute. Den haben wir die letzten Wochen hier auf dem Kanal und es geht weiter. Ja, es geht und weiter. Zwar es gibt eine neue Hundestory. Hundestories. Möchtest du erzählen? Kann ich sehr gerne machen. Also erstmal nochmal danke. Also wir haben da schon wieder viele Kommentare zu bekommen und auch viel drüber diskutiert. Ja, auch teilweise krasse Storys drunter. Echt krasse, ne? Storys. Das tut mir auch richtig leid, mega, mega leid tut. Also ich finde, das ist echt so traurig, weil also unterm Strich müsste man eigentlich zusammenfassend sagen können, egal, ob man sich jetzt dafür entscheidet oder dagegen entscheidet, einen Hund frei laufen zu lassen, der Respekt ist halt wichtig und dass man seinen Hund im Griff hat. Und apropos Respekt, das war halt echt, das war eine Situation, die war schon eigentlich fast ein bisschen surreal. So eine Dreistheit habe ich noch nie erlebt. Selten, haben wir aber vorher auch noch nie gesehen. Also kam uns entgegen, so auf dem letzten Stück halt im Wald, ein etwas älterer Herr mit einem Kleinspitz. Ja. Ja. Tatsächlich ein Hund, den kennen unsere Hunde auch ganz gut, weil eine Freundin von mir hat halt auch einen kleinen Spitz und ja, von daher aber alles gut. Und der Hund war halt nicht angeleint und kam halt schnurstracks auf uns zugerannt und wir haben dann schon von Weitem gerufen so, hey, bitte gerne Hund an die Leine. Ja, ja, auf jeden Fall. Keine Reaktion, nichts. Einfach keinerlei Reaktion. Daher dann nochmal so, hallo, nehmen Sie bitte Ihren Hund an die Leine. Keine Reaktion. Der hat einfach nichts gesagt. Null. Und dann denke ich mir, also nur mal blöd gegrinst. Nur blöd, der fing dann an zu grinsen, aber der hat keinen Ton gesagt, der Mann. Ich habe sowas noch nie erlebt. Da habe ich mich gefragt, so, hä? Dann bin ich jetzt irgendwie im falschen Film? Dann stand der Hund, dann irgendwann stand er halt einfach da. Hobbes stand schon so und guckte so auf den Hund runter und ich dachte so, boah, das geht jetzt vielleicht gleich schief. Der macht jetzt einmal Raps und der Hund ist weg. Aber er macht ja natürlich nichts. Wir wissen das ja auch. Ja, du kannst das aber nie hundertprozentig wissen. Nein, natürlich nicht. Das ist es ja. Aber weißt du, der Hund wuselte einfach rum und lief rum. Und dann, wir gucken den echt an. Ich so, hallo, Entschuldigung. Können Sie mal irgendwas sagen? Wollen Sie mal in irgendeiner Form reagieren? Und er steht nur da. Also, keine Ahnung. Er konnte scheinbar sprechen. Also, weil wir haben dann hinterher auch gedacht, so, okay, vielleicht... Keine Ahnung, konnte er auch nicht sprechen oder so. Kann ja wirklich sein. Ich will ja auch keinem irgendwas unterstellen, aber ja, selbst aber dann würde ich erst recht meinen Hund nicht alleine lassen. Aber er sagte dann irgendwann zum Hund, geh. Aber zu uns kein Wort. Ja, als wäre das ganz selbstverständlich, also, dass dein Hund andere Hunde belästigt. Da denke ich schon wieder, ey, Hund weg. Ich finde, es müsste ein Gesetz geben, was einfach Menschen, die so rücksichtslos sind, Hunde wegnehmen und eine schlimm lange Sperre, dass man keinen so Hund ist es, einfach darf. Keinen Hund mehr halten darf. Also ganz im Ernst, überhaupt gar keine Tiere. Ja. Und wenn, dann muss man Wesenheitstests für Menschen machen. Ja, das wäre super. Das wäre geil und dann muss er erstmal beweisen, dass er wirklich in der Lage ist, so einen ein Hund Tier zu führen ganz und zu halten. Ganz generell halt ein Tier zu halten. Ja, also keine Ahnung, sich da auch vernünftig drum zu kümmern. Ich finde sowieso, den Hundeführerschein sollte jeder Tierbesitzer machen. Ja, jeder. Aber dann so auch wie in Luxemburg, nicht wie hier. Ja. Der Hundeführerschein hier, der ist ja auch ein Witz, ehrlich gesagt. Witz. Also ne? den hier in Deutschland gemacht wird. Habe ich auch in den Kommentaren gelesen, dass jemand schrieb, ja, Hundeführerschein wäre eine gute Sache, aber der ist ja halt auch eigentlich nicht wirklich ernst zu nehmen in Deutschland. Gebe ich euch recht. In Luxemburg ist es so wie eine Führerscheintheorie eigentlich fast so ein bisschen. Ja, 12 Stunden Praxis. 12 Stunden, ja, und ein Tag Theorie oder so, ne? Oder wie war das? Ja, 12 Stunden, Entschuldigung, es sind 12 Stunden Theorie, die man machen muss und dann muss man alle 3 Jahre mit dem Hund einen Praxistest machen. Ja, so genau. War das. Ja. Happy ist lecker, ne? Ein bisschen warm, ne?
Ja, wir haben unsere Hunde top erzogen, wie ihr seht. Wir sind absolute Vorbilder. Ja. Aber wir haben Leinen, Leute. Lassen wir das Thema jetzt beiseite. Wir machen das Thema jetzt an der Stelle zu. Ich glaube, es ist alles dazu gesagt. Aber ja. Wenn man glaubt, man hätte alles erlebt, man erlebt immer wieder Besseres. Es gibt jeden Tag irgendwelche Stories, Wahnsinn. Jeden Tag. Es ist, wie es ist. Ich bin mal gespannt, was das nächste ist, was wir euch erzählen können. Wenn es so weitergeht, es kommen noch viele Sachen. Ja. Ich habe das im Gefühl. Ja, ja. Ich bin happy, ne? Du hast das auch im Gefühl. Sie denkt, ich weiß mal ein Leckerli. Ja. Willst du einen stinkischen Fisch? Willst du einen Fischi? Oh, hier kommt bitte mal ein Fischi. Kleines Fischi, ne? Ja, und ansonsten, wie gesagt, kochen wir eine ganz simple, an für sich Tomatensauce, aber es nennt sich Sugo, haben wir gelernt. Sind einfach nur 750 Gramm Kirschtomaten drin, eine rote Paprika, eine Chilischote, wenn man möchte. Die gehört da rein. Die gehört da rein. Zwei Zwiebeln, zwei Knoblauchzehen. Ein Teelöffel Olivenöl zum Anrösten und das war's, gell? Hab ich irgendwas vergessen? Ja. Nö. Da kommen nur noch ein Teelöffel Gemüsebrühe. Ah ja, und ein Teelöffel Gemüsebrühe. Und eine Prise Salz. Wer noch will, eine Prise Salz. Aber die lassen wir meistens weg. Ja, ich hab's aber reingemacht, weil das ist besser fürs Wasser. Ja, okay. Aber normalerweise, also es steht eigentlich bei allen Rezepten auch immer dabei, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wir probieren in der Regel jetzt inzwischen eigentlich immer erstmal so, vor allem wenn noch Gemüsebrühe oder irgendwas anderes drin ist, machen wir schon gar kein extra Salz mehr mit dabei. Also, ach nee. Nee. Da sind wir auch so ein bisschen, dass man halt versucht, das auch zu reduzieren. Genau. Und wenn man sie reduzieren lässt, sage ich mal, dann kann man nachher, bevor sie gemixt wird, kann man auch 30 Milliliter Wasser dazugeben. Aber ich mache das gerne mit dem Deckel, nicht, deswegen brate ich das ja alles an. Man sollte ja Sugo normalerweise im Ofen machen. Mhm. Wir haben herausgefunden, viel zu viel Energieverbrauch, dauert zu lange und wird nur noch so halb so geil. Ja. Deswegen wird das erst alles schön angebraten und dann schön mit dem Deckel köcheln gelassen. Genau. Ja, jetzt kann ja ungefähr noch so eine Viertelstunde gehen oder so. Ja. Und dann gucken wir mal. Ja, vielleicht und dann gibt es ein paar Vollkornnudeln dazu und dann ist das okay. Dann ist das gut. Ja, dann nehme ich überlegt, heute noch Porridge zu machen, aber morgen ist Porridge-Tag, genau. Deswegen. Deswegen heute. Ein bisschen weniger, ne? Nudels. Und heute Mittag gab es nochmal den Süßkartoffel-Blumenkohl-Auflauf. Mm. Da haben wir auch noch einen Rest da. Gucken wir mal, ob wir den noch machen. Aber ja, können wir auch noch dazu. Ja, es sind ja nur noch ein paar Haps und weg. Ich glaube, weiß gar nicht, war irgendwelche Fragen in den Kommentaren? Bisher nicht. Also es ging hauptsächlich um die Hundegeschichten. Ja. Da kann ja jeder drunter nachlesen, ne? Das muss man jetzt nicht ausführlich machen. Nee, müssen wir jetzt auch nicht nochmal drüber diskutieren, aber wir wollten euch die eine Story nochmal erzählen. Ja, wenn ihr natürlich eine Story habt und erlebt habt, schreibt sie gerne unten rein. Immer gerne. Ist gar kein Problem. Ich lese das ja auch alles immer, beziehungsweise wir. Ja. Ne? Ja. Genau. Okay. So sieht's aus. Und sonst? Läuft. Ja. Wir sind ein bisschen in der Vorproduktion tatsächlich. Ja, tatsächlich. Wir haben heute ein Video gedreht für nächste Woche Mittwoch. Ja. Und die Internetseite liegt immer noch im Dornröschen Schlaf. Ja, genau. Stimmt. Das war die einzige Frage, die kam, wie der Blog denn heißt. Sobald die wieder online ist, sagen wir euch Bescheid. Ich habe die letzten Tage, ich habe wieder so einen 4 Uhr morgens Rhythmus. Aber obwohl gestern und heute ging es. Ne? Ja. Vorgestern war es 6:30, heute war es wieder 6:00, aber die 4 Uhr, das war mal ein bisschen zu früh. Liegt aber auch daran, dass ich immer um 10 Uhr schon auf der Couch todmüde war und habe dann schon ein Pre-Napping gemacht. Und deswegen bin ich anstatt um 6 wach zu werden, um 4 wach geworden. Und dann dachte ich, weißt du was? Was soll ich schon um 4 Uhr morgens machen? Ich kann nicht schlafen, ich kann keinen Lärm machen, weil man lässt den Nachbarn ja in Frieden. Habe ich mich hingesetzt und habe die Internetseite fertig gemacht. Also ich habe das ganze Design und alles gemacht. Das muss jetzt nur noch alles eingepflegt werden. Und dann kann die auch online gehen. Aber ja, das muss noch alles eingepflegt werden. Das ist halt so aufwendig. Yep. Da kümmern wir uns dann vielleicht, wenn es vom Zeitplan hereinpasst, nächste Woche wieder drum. Ne? Ja, wenn wir es dann hinkriegen. Ja. Also kein Stress. Also das ist eine Sache, die wir uns ja für dieses Jahr fest vorgenommen haben, ist nicht mehr zu viel zu arbeiten, uns nicht zu überarbeiten. Und das ist halt auch wichtig. Genau. Und ich sehe, der Akku ist gleich platt, Leute. Aber wir haben noch. Noch haben wir. Aber ein weiteres To-Do ist, wir müssen den Gemüsegarten so langsam anlegen. Ich habe noch nichts angefangen und wir haben die Saat auch noch nicht hochgezogen. Vielleicht machen wir das mal morgen noch. Mit den Leuten, ne? Ja, von mir aus. Wäre doch nicht schlecht, weil wir müssen sie irgendwann ansetzen. Anfang März, ne? Wir müssen, und ihr seid unsere To-Do-Liste. Das ist einfach so. Ich sag's euch, wenn ich irgendwelche Dinge machen will, ich mache ein Video draus, weil dann weiß ich. Dann machst du auch, ne? Ich mach's. Komm. Ist so. Gemüsegartenstart, Akku wechseln. Ich habe sogar überlegt, am Wochenende schon umzugraben, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Das wird halt schön vom Color Grading her, ne? Das ich wird schön wieder hell interessant. Hier unter deinem Licht und du so schön dunkel. Ja, das wird muss voll ich toll. Auch nicht runterlegen. So, tschüss. So, Akku ist wieder drin. Essen kocht noch, beziehungsweise ist so gut wie fertig. Es gibt Dinkel-Vollkornlocken dazu. Und der Sugo passt tatsächlich komplett in den Zerkleinerer rein. Super. Ja, es ist also, zu viel drin. Es ist zu viel. Aber es ist passt, mir jetzt egal, es muss da durch. Ich habe den übrigens noch ein bisschen reduzieren lassen, weil am Ende war mir trotzdem ein bisschen zu viel Flüssigkeit drin. Mhm. Das war aber kein Ding, ein bisschen mehr Temperatur, Deckel runter, leicht reduzieren, dann geht das. So Leute, jetzt gucken wir uns den selbstgemachten Sugo an. Andere bezeichnen das einfach als Tomatensauce. Ihr habt vollkommen recht. So würde ich das auch betiteln, aber... Ey, ohne Spaß, die müssen wir wirklich mal in größerer Menge machen und dann zum Einfrieren ja. Sozusagen, ne? Mmh. Das lecker. Sieht super geil aus. Ist halt witzigerweise auch wirklich gar nicht weiter gewürzt, ne? Braucht's aber auch nicht. Ist geil. Tada! Ganz einfach. Mega. Freue ich mich jetzt drauf. Das ist bei uns immer Schüsselessen. Und ganz immens, Leute. Hier ist kein Zucker in der Soße drin. Ja, das stimmt. Das nervt uns nämlich bei den ganzen passierten Tomaten ja, oder auch gehackte Tomaten. Da ist immer Zucker mit drin. Das ist so nervig. Man kann das eigentlich ohne Zucker drin schon gar nicht kaufen. Das ist unmöglich. Und das ist schon so ein bisschen... Mäh, sag ich euch, wie es ist. Aber vielleicht bleibt da sogar was über, ne? Weil das ist schon ganz schön viel wieder so. Ja, da wird auch was übrig bleiben. Ja, ist doch perfekt. Also irgendwann kochen wir das mal, wie gesagt, in noch größere Menge. Und dann kann man nämlich, wenn man halt echt so richtig akut Hunger hat, ist halt immer wichtig, dass man was da hat, was man sich schnell irgendwie zubereiten kann, dass man nicht auf irgendwas zurückgreift, was halt ungesünder ist, ne? Ja. Okay. Also die ist ja mega gesund, ne? Ja, das also, ist super gesund. Das also wenn man Problem. Bedenkt, da sind 900 Gramm Tomaten drin, zwei Zwiebeln, ja. eine große Paprika ja. Und Knoblauch, 2C. Genau. Könnt ihr nachkochen, macht es, ihr werdet so begeistert. Habe ich vorhin schon sein. Gesagt, auch die Zutaten also, extra. Entschuldigung, habe ich wieder gut zugehört. Hast ne? gut zugehört, hast ja. aber super wiederholt, also von daher tipptopp. Ne? Ja, ja, doppelt gemoppelt hält doppelt besser. Doppelt hält besser. Mhm. So, also nicht zu voll machen, Leute, wisst ihr Bescheid, weil der versaut euch hier oben alles. ja. Wisst ihr, ich hätte auch was umschütten können und dann weitermachen, aber nee. Nee. Das ist keine Option. Es gibt halt manche Dinge, da muss man sich halt durchmurksen. Genau. So ist das. Aber das sieht doch geil aus. Mega lecker. Einfach mal einen Liter Tomatensauce. Klar. Die kostet jetzt vielleicht. Was kosten denn die Cherry-Tomaten? Ich glaube so 500 Gramm, 250, 280 ja. bei 900 Gramm. Da mal roundabout ein Zehner. Aber das ist schon hochgegriffen. Ja, das ist schon, ja wohl, wenn du 2,50 machst bei 750 Gramm, bist du ja. ja schon bei 7,50. Ja gut, stimmt, kostet 7,50, die im Moment, ne? Also plus Zwiebeln und Co. Also ich denke schon, bei 10 Euro ist man bei der Soße, jetzt denkt man sich, boah, die andere kostet gerade mal ein Drittel. Das ist richtig, dafür ist viel zu viel Salz drin, es sind Konservierungsstoffe drin, Zucker. Es sind Zucker ist drin, alles was im Endeffekt gar nicht so gesund für den Körper ist. Das ist halt das Leid. Und die schmeckt bei weitem nicht so geil wie die. Ja, ja klar, die ist ja auch, da ist ja auch nur, also ja, das heißt nur Tomate, aber... Ja, es sind halt ja. gesunde Sachen drin. Ja, okay. Gut, ja. gut. Leute, wir lassen es uns schmecken, wir sehen uns später, also morgen in dem Fall, ne? Tschüss. Genau. Tschüss! So, wir kommen in der Gärtnerschule Smithfields. Es ist Freitag geworden. Unser Leben ist eine Kochshow, Leute. Unser Leben ist nicht nur eine Kochshow, sondern auch eine Gartenshow. Also wir haben ja gesagt, wir fangen diesen Vlog noch an, weil sonst fangen wir nie an. Ich habe zwar auch immer noch maximal keine Lust, aber ist halt so. Das ist Sarahs Lieblingsbeschäftigung. Pflanzen sie. Voll. Wir haben jetzt gerade mal erstmal alles geholt und hier ist ja noch so ein bisschen unsere... Saat, die wir über die letzten Jahre halt immer benutzt haben, die wir gesammelt haben. Wir hoffen, dass davon noch alles keimt. Mal schauen. Ne? Ja, da stand ja jetzt die ganze Zeit in der Baustelle bei 0 Grad rum. Ist jetzt nicht so schlimm.
Es könnte aber sein, dass manche nicht mehr so keimfähig sind. Ja, ist nicht so schlimm. Wir gucken jetzt mal. Finden. Ja, wir haben jetzt gedacht, wir holen euch schon mal dazu, jetzt wo wir im Prinzip ein bisschen die Auswahl treffen. Also das Ziel ist ja nicht komplett zu eskalieren und zu übertreiben. Ja, wir haben noch nicht unendlich viel Platz. Nee, wir haben auch nicht unendlich viel Platz. Wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie viel Platz wir haben, aber wir werden schon alles irgendwie unterkriegen. Ja, ne? Wer jetzt hier Klugscheiße meint, nimm den Zollschokol und mess es aus. Leute, vollkommen richtig, wäre aber viel zu einfach. Wäre zu einfach. Wir machen das einfach auf gut Glück, ja. Weil wir haben ja sonst nichts zu tun. Genau, hier hätte ich mal Bohnen, Stangenbohnen, die würde ich jetzt mal weglassen, weil ja. Ich habe das Stangenbohnenzelt abgebaut und ich weiß gar nicht, wo ich das hingepackt habe. Außerdem muss ich noch sagen, ich weiß gar nicht, wo ich das hinstellen sollte, nee, weil wir noch nicht wissen, wie man es anordnen soll. Es ja. Muss erstmal alles umgegraben werden, dann müssen die Steine gesetzt werden drumherum. Ja. Das werden wir aber alles sehen, wenn wir soweit sind. Und wir werden die ganze Zeit eben überlegen, ob wir in der Mitte so eine Insel lassen, wo wir dann was wachsen lassen, so ein Pampasgras. Da könnte auch jemand dem einen guten Bohnenzelt stehen. Das Problem ist, die Kannsteine sind ja 1,50 Meter lang, glaube ich. Ja, ich glaub, Meter, so Meter 50, irgendwo liegt die Wahrheit. Ja, und das ist halt dann, wird das eher eckig statt rund und das finde ich dann auch nicht mehr so geil. Vielleicht macht man einfach so 4 Beete schlicht und einfach und Gehwege in die Mitte. Ja, mal schauen. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Also von daher Bohnen erstmal so ein bisschen auf Seite. Wenn wir den Platz noch dafür finden, dann auf jeden Fall. Weil haben wir immer gerne gegessen und hatten wir auch im Winter davor echt super viel eingefroren. Also ich glaube, wir hatten 7 Kilo Bohnen eingefroren oder so. Und das war schon geil. Ja, für sich nicht wirklich drum gekümmert zu haben. Ja, ne? Ja, ist so. Oh, es sind Zuckererbsen. Oh, Zuckererbsen, bitte. Ich liebe Zuckererbsen. Ja, aber wo sollen wir sie hinstellen? Ich weiß es nicht, aber ich hätte ganz gern wieder. Die sind schon lecker. So eine Reihe wenigstens. Ja, ja, eine Reihe. Wir müssen das Gitter aufstellen dann. Ich weiß. Ja, vielleicht stellen wir es hinten vor die Hecke. Ja, das geht auch. Ja. Ich hätte schon Lust, Zuckererbsen sind schon geil. Ja, aber die kommen direkt in den Boden. Ja, ja. Juhu, alles geht schon klar. Mal gut los. Geht schon gut los. So, hier habe ich noch Kürbiskerne, glaube ich, sind das. Jo. Es könnten aber auch andere Kerne sein. Weil ich so klug war, und ich das voll gut beschriftet habe, weil ich mir dachte, ach, dann kriegst du hin. Das merkst du dir, kennt ihr das? Oh mein Gott. Aber das sind, ich würde sagen, das sind Kürbiskerne. So von der Form, von der Größe. Behaupte auch, ja. Ja. Ich glaube mal Kürbis an und also die andere Kürbis, Pflanze wäre also schon geil. Ich würde sagen, also 2 Kürbispflanzen oder so wäre schon nice, aber die können wir auch in das eine Beet halt noch wieder reinsetzen. Ja, Rosenkohl, wenn dann direkt in die Direktsaat, raus in den Garten. Ja. Hier sind noch Gurken. Ja, Gurken. Da hätte ich schon ich Bock eh drauf. Ne? Ja. Also pass auf, ich lege mal raus, was wir machen können. Also hier ist auch noch Gurke Tanja. Ja, das sind die dicken Gurken. So, weil das hier sind ja Snackgurke, ne? Yes. Die heißen die Phantom. Ja, einmal Snackgurke, einmal normal. Das stimmt gar nicht. Phantom ist keine Snackgurke. Nee, das hier ist die Snackgurke. Ja, Salamander. Oh, Salamander. Wir können mal versuchen anzuziehen. Ja. Okay. Sind noch? Oh, ich glaube, da ist nur noch ein einziger drin, Leute. Aber ist egal. Würde reichen. Würde reichen. Tatsächlich. 2! Hey. Das wird ja mal richtig was. Wahnsinn, naja, okay. Aber so bin ich halt, ich war das halt auf, ne? So, hier kommen noch Bohnen, also Radieschen auf jeden Fall. Können wir versuchen, ja. Können wir versuchen. Ja, ich würde die aber direkt in die Direktsaat setzen. Ach so, weil, Direktsaat. Okay, Weil das Problem ist bei Radieschen, die schießen so schnell und dann hast du so komische Dinger. Pass auf, bevor es mir hier alles durcheinander wird. Ich mach gar nichts durcheinander. Also Radieschen finde ich in die Direktsaat, das wäre eine gute Sache. So, Dill, das sind Kräuter, die müssen nach hinten. Die habe ich hier hinten bei den Blumen stehen. Ne? So, ja. Kresse dort. Rosmarin brauchen wir nicht anzupflanzen, nee, ist aber Kräuter, geht nach hinten. So, da gucken wir weiter. Mangold möchte ich auf jeden Fall gerne anpflanzen, geht auch in die Vorzucht. So, Wassermelonen würde ich gerne auch wieder probieren. Ja. Zucchini auf jeden Fall. Zucchini Sorte 2, mega gut. Porree, da hat man bis jetzt noch nie so richtig Glück damit. Mhm. Ne? Und wenn. Direktsaat einfach Direktsaat. Laubzwiebel machen wir auch in die Direktsaat. Ja, bin ich auch dafür. Genau. Das wird schon wieder viel zu viel, merkt ihr? Die Möhren ignoriere ich einfach, weil, vergiss es. Und dann mal so Buschbohnen, Leute. So ein empfehlenswertes Gemüse. Ja. Könnten wir aber auch in die Direktsaat ab Mitte Wäre Mai. Aber auch Bohnenzelt. Brauchen, oder nein. Buschbohnen, die wachsen ja nicht höher als das. Ah, das ist auch geil. Das sind die man im Mondo vom Haus immer hat. Ah, ja. Ja, die würde ich in die Direktsaat einfach setzen. Also, ne, hier zweimal Buschbohnen finde ich gut. Hier ist noch Feldsalat, gehört im Endeffekt für mich. Es ist ein Salat. Ich schmeiße aber jetzt den Kräuter hin, weil das wird eh nur eine Gründüngung werden. Brokkoli würde ich geil finden, wenn wir es schaffen. Fenchel auf jeden Fall. Ja. Tomaten, Roma bin ich dabei. Ja.
Aubergine bin ich dabei. Ja. Oh. Oh, Physalis. Oh, das soll man probieren. Ja, auf jeden Fall. Haben wir ja auch immer. Paprika bin ich dabei. Jo. Ich sollte nicht alles rausholen, merke ich gerade, ne? Ich sollte das schon wieder viel zu viel. Die sind alle kategorisiert. Aber wir machen das mal ein bisschen anders. Pass auf, Physalis und Paprika und Auberginen, die können dort, weil das sind ja Schattengewächse. Jetzt tust du wieder alles zurück, oder was? Wir ja. Das doch gleich einpflanzen. Ja, wir pflanzen das gleich ein, aber ich muss die Kategorien behalten, Schatzi. Okay. So, da kommen hier die ganzen Zucchinis. Alter, also das ist halt manchmal, ne, wenn man das lange nicht mehr... Weil ich habe die ja eingesortiert nach Kategorien. So. Und der Mangold, der kommt hier zu den Kollegen. Wir wissen ja, was wir nehmen wollen, ne? So, da und da. Mhm. Super. Okay, dann gehen wir nochmal weiter. Wo waren wir denn gerade hier? Hier bei den Also Paprika, Cayenne, ne? Also so ein bisschen Chilischoten, aber Paprika, Cayenne würde ich machen. Tomaten, oh, die Cherry-Tomaten, die gelben. Ja, die gelben, die waren eigentlich die waren geil. Gut. Ja, die waren gut, ja. Und dann Party-Tomaten, ne, ganz normalen Cherry-Tomaten, die sind noch Fleischtomaten, habe ich noch hier, ne, genannt, bei denen Icarus, die gute Icarus, kennt ihr das Spiel, muss das spielen, ist geil. Tomaten, finde ich ein Klassiker, sollte drin, Pyro waren auch gut, ne. Ja, die können wir aber rauslassen, weil wir können nicht so viele Tomatensorten machen. Und dann kommt schon der ganze Salat. Und da kommt der ganze Salat, den kommt sowieso, wenn dann höchstens so ins Freiland als Pflücksalat. Ja, oder aber wir holen uns Das machen wir sowieso. Ja, dann geht es ja. Ja, hast recht. Dann ist es ja gar nicht so viel, was wir machen müssen. Nein. Bei den Tomaten müssen wir uns bremsen, dass wir halt nicht zu viele Sorten. Ja, ich würde trotzdem... Doch, ich würde schon so ein bisschen von allem machen. Und ja, aber keine 30 Pflanzen oder so. Wo willst du die denn alle hinsetzen? Ja, ja, wegen den Abständen, du hast recht. Wir können da keine... Du kannst höchstens, also ich würde sagen... 10. 10, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, 2 Reihen auf 5 Stück pro Dings. Ja, mehr geht auf gar keinen Fall. Weil mir sowieso alles, was Mangold ist und so, das müssen wir sowieso in dem anderen untersten Beet verteilen. Machen wir in dem untersten Beet, ja, kriegen wir hin. Leute, the struggle is real. Was soll man denn dazu sagen? Mhm. Aber die hier, die kommen auch in die Direktsaat, ne, dann... Okay, haben wir noch Zitronenmelisse. Die brauchen wir auch nicht. Haben die wir brauchen auch wir nicht. Die haben wir da schon wachsen ohne Ende. Ja. Dann haben wir. Da willst du die Kräuter waren hinten. Ja, 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 ja. Kommt ja dazu. War ich gerade dabei. Ja, ja, ja. Aber ja. Hier haben wir auch noch ein paar schöne Sachen. Ne? Sonnenblumen kommen alles unter die Birke. Ja. Vielleicht machen wir die auch in separaten. Ja. Das ist der King Kong. The King Kong. Hier haben wir Ring of Fire, die sind aber sehr schön, ne? Ja, die sind wirklich schön. Und Duftlavendel, aber Lavendel haben wir mittlerweile auch genug und die wachsen schön. Ja. Man kann ja nicht übertreiben. Ja, läuft bei uns, würde ich sagen. Und dann müssen wir jetzt gleich mal die Anzuchterde da rein. Ja, wir haben hier noch ein bisschen Anzuchterde und wir haben noch 10 Liter hier auf dem Boden liegen. Ich glaube, das müsste aber für die 4 Schalen hier ausreichen. Ja, ich hoffe auch. Ich habe noch ein paar mehr, hatte ja ein paar auf Lager, aber... Ich denke mit 4 Stück. Mal gucken, aber das müsste schon hinhauen. Ich habe noch, wie gesagt, 10 Liter dort liegen, die akklimatisieren sich gerade, weil die Erde hat gerade mal 0 Grad und ich weiß nicht, ob das so gut sein soll. Cool. Ja, dann stellen wir euch gleich mal um, weil das Einpflanzen und Erde fertig machen und so müsst ihr nicht in Real Life sehen. Also in Real Time. In Real Time. Das könnt ihr dann im Zeitraffer gucken. Ja, genau. Machen wir mal. Willkommen im Ulu-Clan. Hier ist der Ulu-Club. Ja, Hallöchen. Also,
Fertig, Küche wieder aufgeräumt, Chaos wieder beseitigt und 4 Anzuchtschälchen später sozusagen, ne? Ist irgendwie süß, weil wenn ich sonst bedenke, sonst hatte ich die gefühlt die 10-fache Menge. Ja. Und das sind ja gerade mal 100 Pflanzen. Ich glaube, damals hatte ich 700. 700 meine ich, in dem einen Video hast du irgendwann mal vorgezogen. Ja, ja. Aber es ist halt Fakt, wir werden es nicht brauchen. Also auch davon wird nicht alles sozusagen den Weg dann in den Garten finden. Ach, aber man pflanzt ja immer deutlich mehr an, weil man ja gucken will, was kommt an und welches ist die kräftigste sozusagen. Ne? Genau. So, zurzeit sind es ja so Mini-Gewächshäuser. Ich will einfach hier ein bisschen diesen Effekt nutzen. Genau. Mal gucken, ob sie ankommen. Es kann auch sein, dass die ganze Saat tot ist. Ne? Also das könnte auch noch passieren. Werden wir aber rausfinden, werden wir berichten. Ansonsten hatten wir eine schöne Stunde mit euch. Ja, also für euch nur ein paar Sekunden. Für uns war es jetzt ungefähr 1,5 Stunden oder so um den Dreh. Hat schon lange gedauert. Hat schon gedauert, ne? Ja, aber es war okay. Hauptsache Beschäftigung, genau. Also für uns ist dann jetzt offiziell Wochenende. Wir gehen jetzt unser Röntchen spazieren. Wetter ist tatsächlich heute noch echt freundlich geworden. Hätte ich gar nicht gedacht. Also heute Morgen sah es eher so mäh aus. Ist nur kalt. Ist nur kalt, aber damit leben wir, ne? So sieht's aus. Ja, das ist im Prinzip alles. Die Woche war halt super unspektakulär, so ein bisschen, hatte ich das Gefühl. Aber ist ja trotzdem noch nett jetzt. Wir haben viel gearbeitet. Das ist halt, und das Ding mitzunehmen beim Drehen ist halt auch nicht unbedingt immer möglich und macht halt auch nicht wirklich Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Man muss ganz ehrlich sagen, es ist Durchhalten noch angesagt, bis so richtig geil irgendwie die Draußensaison so losgeht. Ich glaube, das ist bei den allermeisten langsam das Feeling, dass man echt gar keinen Bock mehr auf drinnen eingepfercht sein hat. Ne? Das ist langsam echt genug, aber wir werden auch wieder mehr erleben. Vor allem, wenn man Garten hat. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man gar keinen Garten hat, weil man freut sich zwar dann rauszugehen, aber ich weiß nicht, ob man wirklich so viel dann rausgeht tatsächlich, außer abgesehen der zur Arbeit oder so. Aber ich freue mich hauptsächlich immer in den Garten zu gehen. Auf jeden Fall. Also für mich persönlich jetzt. Ne? Also wir fühlen mit allen mit, die keinen Garten haben. Also ganz ehrlich. Tut mir voll leid für euch. Ist wirklich so. Ist zwar immer viel Arbeit, aber ist cool. Aber man hat wenigstens Beschäftigung und du kannst es halt dann auch genießen. Wenn du den schön gemacht hast und alles blüht toll, dann ist es einfach fein, das halt zu genießen. Ne? Ich hatte Sarah heute noch gefragt, ob wir das mit dem Garten nicht nochmal überdenken wollen. Ja, genau, ob wir das nochmal überdenken sollen. Weil das muss ja alles wieder umgegraben werden. Ne? Das bedeutet, der ganze Rasen muss ja raus. Ja, nicht komplett. Wir lassen ja ein bisschen Laufweg, ne? Sollen wir den so lassen oder mulchen wir den Weg? Nee, ich würde... Willst du Rasen lassen? Ja, schon. Dann wird es noch komplizierter, weil wir müssen erstmal abstechen. Aber kriegen wir irgendwie hin. Aber die Idee ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Nur für das Machen ist auch Blödsinn. Ach, wir gucken mal, Leute. Wir kriegen es hin. Wir werden da nochmal drüber diskutieren, beziehungsweise es dauert ja noch ein paar Wochen, bis das überhaupt alles dann da rein muss. Aber ja, wir werden dann... Es muss aber vorbereitet werden. Ja, vorbereitet werden ist klar, aber wie viele Wochen willst du es vorbereiten? Also auf jeden Fall ist es mal klug, schon mal umzudrehen ne? Und dann den Rasen raus, also die Sode. Ja. Die wird so untergedingst und dann warten wir ein paar Wochen und dann wird noch einmal durchgefräst. Ja. Und dann darf die Saat rein. Ja. Also das kriegen wir hin. Da kommen Mausi. Oh, schlimm, ne? Also man muss noch ein bisschen vorbereitet werden. Ja, aber das packen wir dann schon, ne? Genau. Und wer nicht, der hinter uns macht es dann. Ja, ja, der Nächste, der macht's, ne? Okay, liebe Leute, ja, das war es eigentlich für diesen Vlog, ja. Nächste Woche geht's weiter hier bei uns, ne? Ja. Wie gehabt. In the real life. In the real langweilig live. Und, ich finde unser Leben gar nicht so langweilig. Ich finde es auch nicht, es ist gemütlich. Warum sagst du denn langweilig? Ja, weil ich es gerade so fühle halt diese Woche. Sie hat halt ein bisschen... Wir haben nochmal diesen Pixar-Film Alles steht Kopf geguckt. Falls ihr den kennt und ich habe dann gestern so gesagt, so, ja, bei mir regiert im Moment Kummer und bei dir regiert dauerhaft Freude und du hast auf jeden Fall eine Quatschmachinsel, definitiv. Ja, ich habe eine Quatschmachinsel, ja. Okay, Leute, es wird nicht besser, ne? So. Macht's euch eine schöne Woche Ciao. Und bis nächsten Montag hier im Vlog. Tschüssi!